Scheiße, wie viel Energy hast du heute konsumiert? Oh, gar nicht so viel. Weiß nicht, ich bin gerade irgendwie. Ja. Und das zum Thema Energy. Ich bin gerade eigentlich nur relativ gut drauf. Ach so, ja. Wenn es so was ist. Kann man doch ruhig mal sein, oder? Ja, das ist wirklich gut. Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Renaissance mit dem lieben Onkel Schopse. Wir haben es ja beim letzten Mal, weiß nicht, hast du das noch mitgekriegt? Wir haben es gerade eben noch so geschafft, die Nether-Dinger hier, oh geil, ich kann die nicht einsammeln, ins Wasser zu schmeißen. Nicht die Nether-Dinger, sondern die pure Zertos-Quarz. So, hab sie. 10 Stück. Da wir jetzt auch einige Zeit warten mussten, um die nächste Folge aufzunehmen, sind die auch fertig gewachsen. Wunderbar. So, und jetzt müssen wir... waren das Calculation? Das waren, glaube ich, Calculation, ne? Um einen Crafting-Terminal basteln zu können. Calculation Press. Haben wir. Silizium. Haben wir. Boah, ich hab so keinen Bock, diese Scheiße jetzt gerade wirklich zu craften. Das ist so ein Kack. Ohne Scheiße jetzt. In der Tat. So. Inscriber. Wir brauchen Calculation. Nether. Pur Zertus Quad. Haben wir. So, das Ding. Nee, Quatsch. Silikonpresse und Printed Silicon. Komm, mach. Hau rein. Schneller. Mach schon. Printed Silicon. Jetzt machen wir den Circuit, Redstone und Printed Silicon zusammen. Und schon haben wir einen Calculation-Prozessor. Nice. Nice. Und ME. Termin. Ach, scheiße. Terminal. Crafting Terminal und. Calculation-Prozessor. Crafting Table. ME Terminal. Da ist es doch. Yeah. A much bigger table. Nice. Weißt du, was das heißt? Echt? Woher? Wieso? Was wie? Nee. Hä? Crafting Terminal. Oh, geil. Jetzt machen wir Storages. Okay. Storage. Und ich gehe Sand holen. Fangen wir an mit einer 1K, oder? Ja. Zertus Curl. Brauchen wir Logic-Prozessoren. Jede Menge. Mach doch Auto-Crafting Table. Hä? Ja? Ich muss sie da erstmal alle pressen lassen. Warte mal, wenn ich... soll ich direkt eine große? Wenn du kannst. Boah, warte mal, dafür... Das ist eine. 3 mal 3 sind 9. Mal 3 sind 27. Das heißt, ich brauch... nee, das ist mir zu viel Gold. Dann sollten wir erstmal neues Gold finden. Ich würde sagen, dann machen wir lieber erstmal 3, 4K, oder? Ja. Das ist, glaube ich, besser. 3, 4K. Ein 4K braucht 3, 1K. Dann haben wir 12 Gold. Das ist verkraftbar. Nee, warte mal. Eine 4K hat 3, 1K. Das ist 9 Gold. Blödsinn. Was erzähl ich denn da? Was kannst du eigentlich? So. Also, falls uns das Gold ganz ausgeht, habe ich ja noch eine Notoption. Wir schreddern einfach Copper. Ja. Kommt da wirklich jedes Mal was raus? Ich glaube so 12 zu 1 ist es dann. 12 zu 1, ach, jetzt habe ich die Hälfte vergessen. 12, also 12 Copper ist ein Gold, oder was? Ja, ungefähr. Boah, das ist aber ein krasser Verbrauch dann, ne? Okay. Ja. Nee, wenn man das Erz ja schreddert, dann kriegt man ja Copper und als Nebenprodukt Gold. Ja, ja, klar, aber... Ja, ja, gut. Nee, war ein falscher Gedanke von mir. Alles klar, ist okay, es ist in Ordnung. Silicon Press und Silizium und dann brauche ich gleich noch Redstone. So, brauchen wir auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, warte mal, 1K, aber brauchen wir jede Menge von. Quarzglas könnte ich aber schon mal mehr herstellen. Brauchen wir 2 Quarzglas pro Gedöns. Okay. Schön. Ach, wir haben nur kein Dust mehr. Okay. Oh, jetzt habe ich gerade schon. Warte mal, du hast da doch ich habe ja selber da eine Sackmill. Da kann ich halt auch reinschmeißen. Oh, da habe ich noch was drin. Ja, cool. Umso besser. Schmeißen wir direkt das nächste rein. Jetzt habe ich wahrscheinlich nicht genug Sand. Glas. Oder? Quarzglas und... Oh, haben wir ein bisschen was. Alles klar. 16 Quarzglas. Nice.
Das sollte erstmal für den Anfang reichen. Dann. Okay, Eisen haben wir, Redstone haben wir, Quarzglas haben wir. Dann brauchen wir jetzt erstmal die 1K Storages. Dafür brauchen wir Logic-Prozessoren, Zertus Quarz Crystals haben wir und Redstone. Ja, machen wir mit den Logic-Dinger weiter. Oh, ich habe schon wieder Hunger. Ich fasse es nicht. Wir brauchen unbedingt automatisiertes Essen. Meine Kackfarm da funktioniert ja irgendwie nicht. Meine Rede. Echt ätzend, ey. So, dann mach du da mal... Ach ja, genau, ich habe die Farm noch mal ein bisschen erweitert. Der packt das Weizen jetzt. Ich weiß jetzt, warum der kein Weizen mehr nachgepflanzt hat. Oder so gut wie keins. Du kriegst irgendwie nur ganz, ganz selten aus einem abgebauten Weizen einen Seed wieder raus. Deswegen habe ich jetzt die Weizen habe ich jetzt in zwei Kanäle aufgesplittet, sodass der die Hälfte von dem, was er abbaut, hier in den Crafting Table... Leute, da sind Sojabohnen drin. In den Auto-Crafting-Table packt, daraus Seeds macht und dann wieder zurückleitet in den Planter. Jetzt momentan, ich habe da selber manuell nochmal ein bisschen was reingetan, ist auf jeden Fall genug drin. Vielleicht hätte ich nicht ganz so viel reintun sollen. Jetzt haben wir nicht kein Weizen mehr. Dun, dun, dun. Aber jetzt sollte es zumindest etwas besser funktionieren. Haben wir Bone Meal? Wir haben auf jeden Fall hier eine Fackeln. Bei den ganzen Gedöns. Okay, dann mache ich jetzt mal eben ein bisschen Weizen. Während der die Platten da presst. Nee. Guck mal, ich hatte doch vorhin gesehen, fällt mir gerade sogar ein. Da, 64 Bone Meal sollten erstmal reichen, glaube ich. Weizen. What the fuck? Ich habe gerade 64 Bone Meal für 10 Weizen verballert. Nein, doch. Das ist doch ein blöder Scherz. Nicht nur das Essen bringt kaum noch was, sondern das Anbauen bringt auch kaum noch was. So, 20 Printed Silicon. So, und jetzt kommen hier oben die Logic Circuits rein. Hier kommt das Redstone rein und jetzt schmeißen wir hier Printed Silicon rein. Und genau, was ich vorhin machen wollte, war ein Hopper. Mittlerweile sollten wir ja... Wo habe ich Eisen? 5 Eisen. Alles klar. Da ist die Chest. Und 1, 2, 3, 4, 5. Hopper. So, und ich glaube da, ne? Wenn ich da jetzt das Silicon reinschmeiß. Nein! Nice. Alter, ich hab die Hälfte langsam. Jetzt habe ich 2 Rotary Resurrection Shimmer PLC. Ein Rotary Condenser und jetzt brauche ich noch einen Electric Separator. Tschüss. Ich wollte sonst nichts. Ich muss das jetzt echt von Hand reintun, weil wir keine Conduits haben. Ich könnte kotzen. Oder muss Kannst du dich noch an den Screenshot erinnern, den ich heute gesehen habe, oder an den Shot? Nee, irgendwie nicht. Von diesem Teil da, was ich aufgebaut habe. Ja. Ja, das habe ich fast fertig. Ja, nice. Geht's jetzt? Nee, echt nicht. Was ne Kacke. Ja, schön. Liegt da jetzt ein Glasscable rum? Nein, ich glaube nicht. Okay, gut. Dann geht's so halt irgendwie nicht. Dann geht das echt nur mit Conduits. Was ne Kacke. Ich brauche auch Conduits gleich. Ja, ich muss mich mal als nächstes drum kümmern. Aber jetzt will ich erstmal Platten fertig machen. So, ich habe jetzt genau 3 Logic Circuits. So, 4K. Dafür brauche ich eine 4K-Zelle. Eine 4K-Zelle brauche ich die, davon brauche ich die. So, 3 habe ich. 1K Logic-Dinger. 4K. 4K. So, ich habe alle Maschinen. Ich bin fast fertig. Ja, und geil. Conduits. Calculation Processor. Conduits. Dann brauche ich am besten noch Seeds, so viele wie wir haben. Ich habe schon wieder keinen Calculation Processor. Conduit. Wir haben ein Problem. Ich brauche jetzt Enderperlen für Item Conduits. Ja. Dann mach mal, weil Item-Conduits brauchen wir auf jeden Fall. Das war nämlich das, was ich gestern meinte, wie wir die Enderperlen wahrscheinlich sinnvoller verwenden können. Wir brauchen Conduits, Item-Conduits. Dann verwende das mal dafür. Ich glaube, die Item-Conduits brauchen auch nur Pulsating Iron Nuggets, ne? Yep. Ja, das heißt, du brauchst, kannst mit einer Enderperle, kannst du 9 Nuggets, das heißt... Darf ich jetzt 18 Nuggets haben, da wir 2 Pulsating Iron haben. Ah. Ja, okay, alles klar. Dann mach das so. Wunderbar, geil. Hast du noch irgendwie Conduit-Binder? Hast du safe nicht? Nee, hab ich. Ich hab da noch gar nicht mit angefangen. Och, jetzt brauche ich wieder Gravel und Sand, Alter. Das ist ätzend. Das ist echt ätzend. Calculation, die da raus und Printed Silicon rein. So, haben wir. So, jetzt müsste ich theoretisch schon eine 4K-Zelle fertig machen können. Och, ey. Dein Ernst, ein Silver Skeleton, geh weg.
Ich hatte auch gerade eins. So, Storage. Und eine 4K-Storage. 4K-Zelle. Und ja, ich habe eine 4K-Zelle. Nice. Und jetzt habe ich kein Eisen. Wo sind die Ores? Nicht in meinem Inventar. Komm, Eisen mach fertig. Gimme the Iron. Hä? Nein, nicht den Cleaver da rein. Ich hätte ich beinahe den Cleaver eingegossen. So, 4K. Quarzglas. Ach, jetzt habe ich schon wieder keinen Redstone. Habe ich die alle da reingepackt? Ich wollte eigentlich nicht alle reinpacken. So. Now I know why it can't do. 4K. Hey, better than chests. Better than chests. Better than chests. Geil. Geil, Alter. Und drin. Geil. Läuft. Und damit beenden wir auch die Folge. Oh, yo. Okay. Ja, dann beende mal, weil ich bin ein bisschen. Alles klar, liebe Leute. Ich habe das ME-System fertig. Vorerst. Jetzt machen wir auf jeden Fall noch ein paar mehr Platten. Aber ich glaube, das kann ich eigentlich besser eben im Off machen, weil das wisst ihr ja. Also zumindest eine. Ich glaube, eine große mache ich. Oder? Ja. Ja, ist glaube ich, eine Idee. Und Phoenix ist gerade irgendwie on Tour. Ja, also, Phoenix on Tour. Merkt euch das. Phoenix on Tour, ja. Später im Vorverkauf. Abendkasse etwas teurer. Ja. Hey, dann ist das bei uns beiden ja immer teurer. Ja. Und da kommt er im Hintergrund. Naja, liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen da, teilen nicht vergessen, bei dem jeweils anderen vorbeischauen und dann bis zur nächsten Folge. Ciao! Ciao.